So, ihr Lieben, ich musste jetzt mal schnell abbrechen und Teil 2 machen, weil ich habe jetzt absolut die Zeit vergessen, weil ich so fasziniert war von den schönen Sachen. Ich hoffe, dass das Video jetzt keine Überlänge hat und hochlädt. Ansonsten muss ich da ein Stück abschneiden. Und das wird der letzte Teil gewesen sein. Also, wir waren stehen geblieben. Ich hatte ja die Maske gezeigt, dass ich ihr da ein Selfie schicke. Und die Kapselsticker. Ich weiß, wie geht das jetzt nicht. Bei mir gibt es da manchmal Probleme. Und da sagt YouTube, das Video ist zu lang oder so. Er kann es nicht hochstellen. Deswegen gucke ich immer, dass ich so mehrere Teile mache. Ich war jetzt so weg von den Sachen, dass ich es vergessen habe. Also hier so Kapselsticker, darüber hatte ich noch geredet. Dann diese wunderschöne Maske. Und dann war ich stehen geblieben hier bei diesen coolen Sticker mit diesen dicken Hasen oder was da hier drauf ist. Aber ich weiß nicht, wie der heißt. Ja, ob das jetzt Mulan ist oder ob das jetzt hier Tampon Purin ist, glaube ich, der Hund. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich vergesse das auch wieder, weil ja, ich weiß, wer Pikachu ist und den erkenne ich auch. Und das ist jetzt kein Kawaii-Viech, oder? Nee, was ist ein Pokémon? Was zählt denn Pokémon? Ist ja kein Kawaii, ne? Das ist ja mehr so Superheld oder was weiß ich. Ich gucke ja auch sowas nicht. Ja, richtig cool. Dieser dicke Hase, schaut mal hier, hat er so Ballons drum gebunden, aber irgendwie ist er zu schwer. Kommt nicht hoch. Oder hier so ganz gemütlich mit strickt er da so ein bisschen. Ja, sehr, sehr, sehr niedlich. Die sind so niedlich. Kommen in meine Kawaii-Kiste. Kawaii. Kawaii. Hört sich an wie Hawaii. Ne, ich will nicht rein. Na gut, dann nicht. So, und dann dieser Bogen hier, den habe ich auch. Kann man aber nie genug haben. Bei wunderschön, ne? Sind die bei euch auch? Ne, ich wollte gerade sagen, die sind auch noch nicht reduziert. Das wüsste ich, da hätte ich doch zugeschlagen. Ja, die sind richtig schön. Die mag ich. Und die Farben sind einfach nur ein Traum. Guckt mal, dieses Seepferd hier unten. Oder auch hier die Muschel. Hat so einen richtigen Farbverlauf. Ja, und die Quallen finde ich auch besonders toll. Ja, so eine Qualle fehlt mir auch noch als Tattoo. Ich bin schon am Überlegen. Ja, aber ich habe noch nicht so wirklich den Platz gefunden. Aber ich habe bald Termin und ich bin schon echt am Überlegen, was ich demnächst mache. Ich habe so viele Ideen und ja, kann immer leider immer nur eins. So, dann habe ich hier einen Bogen. Habe ich auch noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wo sie das wieder her hat hier. Mit so, ich sag jetzt mal Silvester, ne? Passt. Oder Geburtstag würde auch gehen. Ja, auch so Party, ne? Würde auch gehen. Also, ich sag jetzt mal feiern. Richtig cool aus. Und das sind so, ah, wie haben wir da früher, früher stand da früher immer drauf auf diesen Verpackungen, die es denn im Bastelgeschäft gab. Nee, ich komme nicht drauf. Card Candies war es nicht. Embellishments, glaube ich. Ja, ich glaube sowas. Ja, Embellishments, glaube ich, stand immer drauf. Oh, die sind auch schön, ja. Die erinnern mich immer, und ich weiß nicht warum, an Anna und Elsa. Ja, dann, wenn ich die sehe, möchte ich immer was mit Anna und Elsa basteln. Weil das so irgendwie so wie so Eisblumen sind, finde ich. Durch diese. Klar, maritim würde auch passen, aber ich muss immer an Anna, Elsa und Olaf denken, wenn ich die Blumen sehe. Die sind so schön. Ja, die hängen bei uns jetzt gar nicht mehr rum. Die sind wahrscheinlich auch aus dem Sortiment gegangen. Ich muss einfach nur mal gucken. Ich möchte wissen, ob es die. Ja, habe ich eh nichts davon, wenn ich das weiß, ne? Weil bei uns sind die nicht reduziert. Bei uns gibt es sie noch nicht mal mehr in der normalen Abteilung. Ja, richtig cool finde ich die. Vielen, vielen lieben Dank habe ich die auch wieder, weil die hatte ich schon mal und habe ich aber schon verbraucht. So, dann haben wir hier von Hobby Fun. Oh, das sind ja auch schöne Aufkleber, so Weihnachtssticker. Und schaut mal, dieser Eisbär, wie toll der gemalt ist. Richtig schön. Hier, guck mal, wie er rausguckt. Hier mit seiner Pudelmütze und den Schal. Ja, richtig toll. Und hier? Oh, hier ist so ein kleines, so eine Elfe. Versteckt sich hier unter einem Fliegenpilz und hier so zwei Sterne dazu. Und auch so kleine süße Wichtel sind das. Ja, richtig toll. Die habe ich auch noch nicht, die Sticker hier. Das ist immer schön, wenn man Sachen hat, die man, wenn man Sachen bekommt, die man noch nicht hat, ne? Oh. Oh. Was ist das denn? Wie süß. Ja, jetzt muss ich mich am Riemen reißen, dass ich hier nicht loskröle. Oh, sind die niedlich. Guck mal, der hier. Oh, die habe ich auch noch nie gesehen. Oh, wo gibt's die denn, verdammt? Wo hast du die her? Ich will die auch bestellen. Ich will die auch kaufen. Warum gibt's die denn nicht beim Teddy oder McGuides oder so? Oh.
Ja, die sind niedlich. Richtig, richtig trollig. Hier mit der Rose und. Oh, sind die süß. Mein Mann denkt da draußen, was ist denn mit der da drin los? Hat sie sie noch alle? Aber der kann das nicht verstehen, der findet sowas nicht süß. Gott sei Dank, nur stellt euch mal vor, der würde das süß finden. Da würden wir uns ja streiten um die Sachen. Nee, das geht gar nicht. So, dann haben wir hier so Tischlichter. Da habe ich auch welche mit Einhorn. Aber die gefallen mir hier besser, weil ja, die sind so winterlich und im Winter macht man ja doch öfter mal eine Kerze an. Das sind alles dieselben, ja. Wie viele Stück sind da drin? Weiß ich nicht, aber ein paar werden das sein. Ah, fünfmal. Sehr gut. Sieht richtig hübsch aus. Ach, hey, hier. Muss ich auch noch husten. Richtig, richtig toll. Ja, aber man kann vielleicht das auch ein bisschen wieder auch verbasteln, weil fünf Stück werde ich ja nicht brauchen. Aber ein, zwei hebe ich auch für Winter. Kann man dann eben mal die Kerzen so ein bisschen, die Teelichter so ein bisschen, dass das so durchschimmert. Finde ich auch immer sehr hübsch. Habe ich auch noch nicht gesehen, ne? Sagt mir auch so gar nichts. Ist nicht Teddy, ne. Ich kenne ja eigentlich die Teddy-Verpackung. Muss ja auch nicht alles immer vom Teddy sein, aber man guckt eben, dass man das eventuell, ja, auch mal nachkaufen kann oder so weiter. Ah, oh, hier, schaut mal. Das passt ja super zu den Panda-Bären hier. Da kann man ja einen super. Was ist denn jetzt los hier? Nochmal. Da kann man ja einen wunderschönen Paperpot machen. Ja, die würden ja super dazu passen, oder? Die sind cool. Habe ich auch schwarz und weiß noch gar nicht. Ja, jetzt kommt mir ja alles entgegen. Ich muss mal ganz kurz Platz machen. Mann, ich brauche einen größeren Tisch. So, räume ich hier nebenbei auch mal auf. So, ja, also da kann man schöne Paperpops machen. Das werde ich auch tun. Mit dem Panda in Kombi. Würde sehr gut passen. Oh, auch noch mal. Nee, ich sage es gerade noch. Die sind schon fertig. Na, dann brauche ich das doch gar nicht mehr machen. Na, wie geil ist das denn? Vom Teddy. Ich flippe aus. Vom Teddy. Warum gibt es die nicht bei Ohund? Oh, na, die hätte ich mir doch gleich drei, vier Mal gekauft. Oh, wie niedlich die sind. Schaut mal. Kennt ihr die? Ich kenne die gar nicht. Komm schon, du hast doch da ein Geheimlager. Gib's doch zu. Das sind ja alles jetzt oder sehr viele Teddy-Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Das gibt's doch gar nicht. Ja, oder ihr seid unserem Teddy voraus. Das kann natürlich sein. Wir haben fünf Teddys, aber den ja. Und ich gehe da ja nun wöchentlich rein, ne? Und gucke, was es Neues gibt. Das ist ja so mein ja, Hobby beim Teddy zu gucken, was es Neues gibt. Aber das hier habe ich noch nie gesehen. Oh, sind die süß. Ja, da brauche ich die hier nicht verbasteln, ne? Da kann man die auch für was anderes nehmen, zum Beispiel für 101 Diamantino. Ja. Oh, danke, danke, danke. Oh, sehr, sehr schöne Post. So, was haben wir hier Schönes noch? Ach, das sind so eine, ja, wie ich jetzt auch gekauft habe vom Kick. So ein Transparentpapier ist das. Ja, das ist so ein Transparentpapier. Kann man entweder zum Einpacken nehmen oder. Ja. Genau. Zum Einpacken oder für Pocketletter zum Verpacken. Oder auch für so, wie heißt das? Decoupage, glaube ich. So Möbel kann man damit oder so Servettentechnik ähnlich. Richtig cool. Ah, denn die Sticker, die kenne ich ja auch noch. Die kenne ich auch noch, ja. Die gab es früher immer beim Teddy. Ja, die habe ich auch gerne verbastelt. Ja, vor allen Dingen die schwarzen finde ich sehr, sehr geil. Ja, die gehen immer. Ja, da sieht man mal, da haben sie noch 1 € gekostet, ne? Jetzt würden sie wahrscheinlich schon 1,75 oder 1,50 kosten. Ja, aber früher haben die noch 1 € gekostet. Ich weiß nicht, vielleicht kosten die auch immer noch 1 €. Bei uns gibt es die schon lange nicht mehr. Ja, weil die habe ich mir auch immer mal mitgenommen. Da habe ich vielleicht noch einen angefangenen Bogen irgendwo rumfliegen in irgendeiner Kiste. Richtig cool. Jetzt habe ich auch wieder die. Das ist sehr, sehr geil. Oh, die kennt ihr. Also die haben viele, glaube ich. Oh, Chipbot-Sticker. Oh, ja. Die sehen aus wie, als wenn die vom Action sind oder so. Ne, steht nicht dran. Aber das sieht nach Action aus. Schaut mal hier. Ich glaube nämlich, dass in einem Actionbogen, also in einem Action, Block dieses Motiv drin ist. Das sagt mir was. Ja, die Motive sehen echt aus wie Action. Richtig cool, Dankeschön. Oh, und das haben wir hier noch. Das kenne ich doch auch irgendwie. Moment, hier ist noch was Kleines drin.
Und zwar ist das. Das ist spitze. In so einer ganz niedlichen kleinen Tüte hier. Ach, Tüte, Quatsch. Beutelchen. Organza-Beutelchen. Und das ist spitze. Oh, so viel. Oh, das ist ja wirklich richtig viel drauf. Na, da, das ist ja Wahnsinn. Wenn ich da an die Spitze vom Teddy oder Kick denke, wo nur so ein paar, naja, Zentimeterchen drauf sind, guckt mal, wie viel das ist. Oh, da kann man sich ja einen Wolf kleben. Wie geil ist das denn? Und zwar hier so ein richtig schönes Rosa. Übrigens kann man das auch besprühen. Also, ich habe früher immer, muss ich euch mal erzählen, wenn ich jetzt zum Beispiel Nägel gemacht habe, mache ja keine Nägel mehr außer meine, aber wenn, dann kann man das hier nehmen. Sprüht mit Airbrush drüber und dann hat man dieses Negativ von dieser, das wisst ihr wahrscheinlich eh, dass sowas geht, aber das habe ich gerne gemacht und das sah auch immer schön aus, wenn dann hier so die Ecke nur so ein bisschen wie spitze war. Ja, das habe ich auch gerne gemacht. So, dann das mal so am Rande. So, dann hier nochmal so ein schwarzes. Ah, das ist das, was du mit was ich hier aufgehoben. Nee, das ist ein anderes. Das ist ja viel breiter. Richtig cool. Und noch ein so ein fliederfarbenes. Oh, wie viel da drauf ist, fasst das gar nicht. Ja, sowas kriegt man doch eigentlich nur im Nähbedarfsladen, oder? Also in solchen Stoffmärkten oder was weiß ich, wenn man zum Beispiel jetzt ja ziemlich viel davon braucht für eine Gardine oder irgendwie so. Das ist ja mega. Sehr, sehr cool. Nee, so habe ich das auch noch nicht. Die selbstklebende, ja. Aber so hier und vor allen Dingen so viel. Richtig cool. So, und dann haben wir noch hier. Moment, ich habe glaube. Ach nee, da ist ja noch mehr. Oh. Schaut mal, da ist noch mehr drin. Ich dachte, das war's jetzt. Ja, das Buch habe ich schon. Macht aber nichts, weil das kann man zerschnüppeln. Ich habe mir das damals doppelt gekauft, um eins zum. Ja, so da, ne? Und eins zum Zerschnüppeln zu haben. Ich habe aber eins auch weggegeben und jetzt habe ich keins mehr zum Zerschnüppeln. Also, was mache ich? Ich zerschnüppel es natürlich nicht. Ja, schaut mal, wie schön man das hier nämlich verbasteln könnte für so einen Hintergrund, Loaded Envelope oder auch Pocket Letter. Ja, und dann sind hier nämlich richtig schöne Sachen zum Ausschneiden drin. Schaut mal hier, diese Hexe, die hier so, ne? Also richtig cool. Jetzt kann ich eins zerschnüppeln. Ne? Das ist cool. Vielen lieben Dank, liebe Jeanette. Da freue ich mich, da freue ich mich. Kürbis, Kürbis überall. Sehr, sehr geil. Ja, das gab es letztes Jahr bei uns hier auch. Letztes Jahr oder das Jahr davor? Ich weiß es gar nicht. So, und jetzt gucken wir mal. Hier ist nochmal eine Tüte drin. Oh Gott, ich sehe schon, hier ist ja ganz viel drin. Ich hole das jetzt alles erstmal raus. Da kann ich nämlich die Verpackung hier weg. Genau, und das hier unten ist jetzt nur noch ausgestopft. Ja, nicht, dass ich hier was vergessen habe. Und natürlich wird die Box aufgehoben, ne? Ganz klar. So, wir fangen an. Hier ist nochmal ein Magnet. Oh ja, Montag. Sehr, sehr geil. Richtig, richtig cool. Ja, der muss auf jeden Fall an den Kühlschrank, ne? Der passt ja dann. Die Magnete finde ich sehr, sehr cool. Oh, was ist das? Das sind auch nochmal Stickerflakes. In Halloween-Style. Yeah. Guckt man natürlich wieder komplett an, das ist ja klar. Hier ist eine Kerze. Auch noch mal ein Lolli. Oh, wie niedlich sind die? Schaut mal, diese kleine Fledermaus. Oh, ist die süß. Oh, hier. Oh, ich liebe solche Figuren. Ich liebe es. Moment, den hat man doch vorhin schon mal angeschaut, oder? Dieser Topf sagt mir doch irgendwas. Aber den hier, den kenne ich nicht. So ein blauer Kürbis. Das Gespenst. Wie kann man nur so niedlich sein als Gespenst? Dem will ich doch lieber knuddeln als weglaufen. Also wenn der Bu machen würde, dann würde ich den lieber abküssen, aber nicht wegrennen, oder? Ach ja, ich spinne schon wieder. Denn hier so ein, nochmal so ein Totenkopf, aber anders. Der sieht ein bisschen anders aus. Ach, die sind übelst cool gemalt. So, ich weiß auch nicht. Die sind so. Weiß es nicht, wie nennt man denn das? Aquarell ist das nicht so direkt. So gesprenkelt, aquarellig. Oh, keine Ahnung. Ah, ich komme mich nicht drauf. Wie heißt denn der, der die Mütze auf hat? Ups. Harlequin? Joker? Nee. Ach, na, irgend so ein Hofner. Ups.
Das ist doch ein Tintenfisch, oder? Ein Tintenfisch. Da habe ich gleich wieder was zu malen. Ein Tintenfisch unten und oben ein Skelettkopf. Oder der hier. Der reitet auf seinen Holzsaurier. Ja, der Schwarze, ne? Der Tod. Schaut mal hier die Sense. Schaut euch das mal bitte an. Oder das Beil oder Axt, was der hier hat. Die hat ein Gesicht und lacht. Wie geil. Oh, ich glaube, die hat Spanje auch. Diese Spinne hier, die kenne ich doch. Die habe ich mir nämlich von Spanje ganz groß gescreenshottet. Wegen Tattoo, ne? Oh, wie süß. Die hat Spanje, glaube ich, auch. Wenn das die sind, Spanje, sind das die? Ich habe die jetzt auch, guck mal. Nein, ich kann nicht so laut rumschreien. Fenster ist auf. Mein Mann wird dann reingestürmt kommen und denken, ich habe einen Anfall. Oh, na, das passt ja mal überhaupt nicht rein. Ach, die gucken diese ganzen Figuren hier im Kino, ne? Hä? Okay, die passen ja überhaupt nicht zum Thema. Wahrscheinlich gucken die, haben die das jetzt alles im Kino geguckt hier. Wie geil. Da sind einfach mal zwei dabei, wo man denkt, hä? Haben die sich hier drin komplett verirrt? So, rein mit euch. Ihr bleibt hier drin, damit ich weiß, wo ihr seid. Na, aber nicht zu knicken. Also so geht's nicht hier. Ordentlich rein. So, wunderbar. Kommen in die Halloween-Kiste. Ich habe nämlich neben mir, muss ich euch mal zeigen, noch eine Halloween-Tüte hier stehen. Und das sind so lauter Halloween-Sachen. Ja. Da kommen die mit rein nachher. So, dann haben wir hier. Das sieht aus wie Stoffbänder mit. Oh, da ist Jackie drauf. Solche habe ich auch von 20 bekommen. Aber das macht überhaupt nichts, weil erstens sind das hier andere. Ja, das ist so ein vergifteter Apfel von Schneewittchen oder so. Und zweitens kann man davon auch nie genug haben. Ne? Weil man ja immer so knausrig ist und das kaum benutzt. Wenn man denkt, wenn das alle ist. Oh, das. Beetlejuice. Oh Gott, ja, da weiß ich, was ich mache. Da werde ich ein bisschen abmachen und von mir noch bekannten Freundin. Eine bekannten Freundin, ja. Ja, eigentlich eine Freundin. Die liebt Beetlejuice. Und ja, die kriegt da von mir einen Anhänger, ne? Vielleicht mache ich da auch ein Video. Ich muss mal gucken. Ich muss erst mal gucken, ob ich so große Bandklemmen habe. Oder ob ich das irgendwie anderweitig hinkriege. So, was haben wir hier? Jackie. Ja, Jackie und Sally. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Das kommt alles in meiner Halloween-Tüte hier. Ich habe aber noch eine ganz große Halloween-Kiste. Aber die steht jetzt hier erstmal am Tisch, diese Tüte, damit ich immer mal reingreifen kann, weil diese Riesen, ich habe eine Riesenbox im Wohnzimmer stehen, da muss die weg, weil im Wohnzimmer, ne? Aber ich habe keinen Platz für die, die ist riesig. Ja, und hier ist auch nochmal so Jack und das sieht ja auch geil aus. Das erinnert mich so ein bisschen an Graffiti-Stil, aber schwarz und weiß, mega geil. Oh, wie cool, Jeanette, danke, danke. So, und jetzt ist hier noch ein schweres Beutelchen. Ja, so niedlich, ne, verpackt. Dieses rote Beutelchen hier. Und da sind, glaube ich, so Charms oder so drin. Habe ich jedenfalls so eben, habe ich irgendwas mit, ja, mit Charmen gesehen. So, als allererstes ist hier, oh, das sind ja ganz große Perlenkappen. Ach, richtig groß, schaut mal, so eine großen habe ich gar nicht. Und ich habe jetzt meine Ohrringe fertig. Da muss ich nochmal auseinanderbauen. Da kann ich die ja benutzen. Sehr, sehr cool. Ja, die werde ich ja gleich mal erstmal an die Seite legen, damit ich die noch an meine Ohrringe dran mache. Ah, das sind so Ecken. Auch sehr, sehr cool. Da habe ich nämlich nicht viele. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Hier sind Ohrhaken, kann man auch nie genug haben, weil manchmal verfärben die sich auch und dann muss ich die austauschen. Das habe ich auch öfter mal. Oh, die sind auch schön, das sind ganz große und ja, so ein bisschen massivere Buchecken. Sind das Buchecken? Nee, Buchecken, die gehen so rum. Aber so Ecken, ne, für Bücher oder Karten oder... Ah, ja. Das sind diese Buchecken, die ich meinte. Die kann man nämlich so ranklemmen, ja. Was haben wir hier noch Schönes? Oh ja. Hier
die habe ich auch schon, aber die hängt von Biggie, habe ich mal Post bekommen. Und da hängt hier so eine Hand dran, das weiß ich ganz genau, weil die habe ich nämlich nicht als Charm. Und wenn vielleicht irgendwo eine, aber ich glaube eher nicht. Und hier ist noch so ein Herzchen. Ach, das ist ja dieses, oh Gott, könnt ihr mich aufklären, das ist irgendein Spiel, ne? Ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht. Ist das sowas wie Gläserrücken, Geister beschwören, Geister heranrufen? Ich habe da wirklich keine Ahnung, ohne Witz. Ich bin Halloween-Fan, aber das... Oh, wie geil ist das denn? Das gefällt mir. Aber ich muss erstmal wissen, was das ist, wenn ich mir da eine Kette draus bastle und die vielleicht noch trage. Und dann sagt jemand, ey, ja, du hast ja hier das. Und dann, was habe ich da? Nee, da mache ich mich ja auch zum Abbild. Ich habe wirklich nicht so wirklich Ahnung. Ich weiß, dass das irgendein Spiel sein muss. Aber wie spricht man denn das aus? Uja, uja, uja. Ich habe keine Ahnung. Müsste mir helfen. Ja, bei manchen Sachen bin ich halt, naja. So, dann haben wir hier nochmal Strass. Richtig schöner Strass in einem wunderschönen Lila. Oh, jetzt fange ich an mit Spinnen. Ich muss das gerade mal kurz sammeln. Ja, in Lila. Und zwar Blümchen. Hab mich wieder gefangen. Die sind auch cool. Die sind auch cool. Ja, da habe ich vereinzelt auch welche. Da habe ich noch nicht so wirklich so eine Möglichkeit gefunden, wie ich die verbasteln soll. Eigentlich denke ich dabei an Ohrringe. Aber ich habe das auch schon mal probiert bei denen. Ich hätte gerne oben und unten eine Kulle. So, jetzt ist aber dieser Kettelstift zu kurz. Wo mein Draht ist, weiß ich nicht. Der Kettelstift ist zu kurz. Ich kann den dann nicht mehr biegen und einen Ohrhaken dran machen. Ich könnte dann nur eine Perle drauf machen. Und das will ich nicht. Ja, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Weil ansonsten würde ich die als Ohrringe gar nicht so doof finden. Ja, ihr wisst ja, ich muss aus allen Ohrringe machen. Dabei habe ich nur zwei Ohren. Das ist schrecklich. Oh, was ist das denn hier Schönes? Die sehen ja auch mal cool aus. Die sind so richtig gesprenkelt. Die sehen aus wie so von so einem Wachtelei irgendwie. Also wie Wachteleier als Perlen. Nur halt im Pink, ne? Oh ja, die sehen auch cool aus. Richtig schön. Und dann vermute ich mal, dass das auch nochmal solche sind. Ja, so ähnlich in einem wunderschönen Dunkelrot. Richtig schönes Weihnachtsrot. Und die haben auch, das sieht man jetzt leider nicht, so grüne Flecken. Ne? Könnt ihr das sehen? Die sind so grün gesprenkelt. Also so dunkles Graffiti. Glasperlen sind das. Okay. Ja, stimmt. Die hier auch? Ja. Ja, die sind richtig schwer. Stimmt. Ah, sehr, sehr geil. Richtig cool. Also die gefallen mir von der Farbe eigentlich besser, weil die knallen mehr. Ja, hier schaut mal auf. Es tut weh. Aber die sind cool für Weihnachtssachen. Also für Weihnachten sind die hier ja mega. Ich mache ja auch gerne mal Weihnachtsschmuck. Da kann man die ja mit verwenden. So, wir haben es geschafft. Ja, du liebe Jeanette. Du total verrückte Jeanette. Vielen, vielen lieben Dank. Das war ja wohl jetzt, ja, krass. War das. So viele geile Sachen und kann alles gebrauchen. Ja, gibt nichts, was ich hier nicht verbrauchen könnte oder wo ich jetzt gedacht habe, nein, gar nicht. Also, ja, das denkt man ja nie. Also, man kann ja alles als Bastler, also ich denke nie, brauche ich nicht oder so ein Mist oder so. Nie, eigentlich nicht. Ich brauche immer alles und ich hebe ja auch immer jeden Scheiß auf, wo mein Mann oder das Wante lacht ja auch schon, wenn ich denn zum Beispiel aus Verpackung irgendwas ausschneide oder mein Mann sagt, was willst du denn jetzt damit? Brauchst du doch nicht aufheben, kannst du doch, wenn du es brauchst, nochmal. Nein, das hebe ich auf, das kann man doch verwenden. Da wird jetzt Papier aufgehoben, selbst das lilane Papier hier, was du hier zum Beispiel zum Ausstopfen genommen hast, ne? Auch das findet noch Verwendung. Ja. Und wenn ich nur eine Kleinigkeit einpacke, ne? Also, ja. Ich bin da halt so ein bisschen messy. Ja. So, jetzt habe ich genug Schnulli erzählt. Das reicht für heute. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für diese Megapost. Das, ja, ich hoffe, dass ich das mit dieser Abformmasse hinkriege. Ansonsten muss ich dir vielleicht nochmal schreiben, dass du mir sagst, wie ich das am besten mache. Und ja, liebe Jeanette, vielen lieben Dank und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich bin total begeistert, das merkst du, glaube ich. Ich bin jetzt total so, ich glaube, ich muss auch sofort losbasteln. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüssi!